Manuel, habe ich das gerade richtig gehört? Oh, hat Lea gerade gerufen? Ich weiß nicht. Oh, ja, doch. Mama. Oh. Okay, Sonja, ich glaube, du bist dran, oder? Mama, Papa, Lea Kita, Lea Kita. Manuel, bin ich wirklich heute dran? Ich glaube, du bist dran mit Aufstehen. Ich bin noch so müde. Oh, ich auch. Ich hatte gestern so eine lange Nacht bei der Arbeit. Hallo? Ist das, Lea Kita, Lea Kita. Kann sich mal jemand um Lea kümmern? Die brüllt jetzt ganz zu Hause zusammen. Ich will noch schlafen. Lea in die Kita. Oh, morgen, Lea. Es ist erst 5.30 Uhr. Oh. Na, du Frühaufsteherin. Lea Kita, Lea Kita. Oh, Manuel, das muss sie von dir haben. Also, ich bin nicht so eine Frühaufsteherin. Lea in die Kita. Oh Mann, ich bin einfach, also ich bin auch noch gar nicht fertig, Lea. Also, ja, warte du mal an der Tür. Mama kommt gleich. Oh, also, ich muss jetzt auch los. Und Lea steht an der Tür und wartet. Ich habe da jetzt eigentlich auch keine Zeit. Wer kann Lea wegbringen? Hier, also, ich wollte jetzt sowieso gleich los zur Schule. Wenn ihr möchtet, kann ich Lea mitnehmen. Ich meine, das liegt ja auf dem Weg, die Kita. Lea, Kita, Hanna, Hanna, Lea. Hanna, also wenn du das übernehmen würdest, das wird wirklich helfen. Manuel muss direkt los in die Klinik und ich muss ja gleich in meinen Café. Und ja, ich muss mich jetzt auch gerade selber kurz fertig machen. Lea hat uns so früh geweckt. Ich bin die ganze Zeit hier nur am Machen und Tun heute. Also wenn du das übernehmen würdest, danke. Klar, gerne. Also ich nehme Lea gern mit. Lea, ich hole kurz meine Tasche, dann geht's los. Hanna, komm. Ach, das ist schon praktisch, dass Hanna jetzt hier bei uns ist und dass sie auch mal so Aufgaben übernimmt. Ich meine, Hanna kann man auch sowas schon anvertrauen. Klasse. So, komm, kleine Lea, ich bringe dich in deine Kita. Ich war ja noch nie in deiner Kita, aber weißt du was? Als ich klein war, da war ich auch in einer Kita. So, hier ist, glaube ich, der Eingang. Dann komm mal mit. Guten Morgen, ich wollte Lea bringen. Hm? Ach, hallo, guten Morgen. Oh, hab noch gar nicht damit gerechnet, dass schon die Kinder kommen. Es ist wirklich noch sehr früh. Aber na gut, wenn du schon da bist, Lea, dann komm mal rein. Du bist die Erste. Die anderen Kinder sind alle noch nicht da. Ich müsste dann auch los zur Schule. Also, dann viel Spaß, Lea. Ja, dann komm mal her, Lea. Dann kannst du mir ein bisschen beim Aufbauen helfen. Ich wollte gerade diese Stühle und den Tisch aufstellen. Tschüss dann, bis später. Tschüss, Hanna. Dann bis dann. Lea, kochen. Lea, Küche. Spielen. So, mittlerweile sind auch noch ein paar mehr Kinder da. Also Lea war heute die Erste heute Morgen. Dann machen wir mal unseren Morgenkreis. Mira, Sina, spielen. Mira und Sina sind noch gar nicht da. Die haben wohl ein bisschen verschlafen heute. Aber ich meine, die anderen sind alle schon da. Ihr werdet gleich schon spielen können. Hallo, hallo, wir sind da. Wir wollen spielen. Guten Morgen. Mira, Sina, spielen. Also das ist ja wirklich schön, wie sich die kleine Lea hier eingewöhnt hat. Die ist anscheinend so gerne hier, dass sie heute die allererste war heute Morgen. So, jetzt sind, glaube ich, alle Kinder da. Ich würde vorschlagen, heute Morgen könnt ihr ein bisschen frei spielen. Dann gibt's heute Mittag noch eine Geschichte und wir ruhen uns alle zusammen aus. Und heute Nachmittag gehen wir dann nach draußen. Spielen, spielen. Ja, genau. Jetzt könnt ihr spielen. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, komm mit, wir gehen in unsere Leseecke. Ja, komm, lesen. Oh, das ist so cool in unserer Leseecke. Jonas will auch mitspielen. Ey, wartet auf mich, ich will mitspielen. So, heute ist es soweit, Lea. Du bist jetzt schon lang genug da, dass du endlich unser Kita-Geheimnis erfahren kannst. Hä? Kita-Geheimnis? Ja, es gibt ein richtig tolles Kita-Geheimnis. Hier gibt es eine ganz versteckte Tür und dahinter sind ganz viele Einhörner und eine ganz tolle Wunderwelt versteckt. Was redet ihr da? Einhörner? Jonas will mit, Einhörner. Was willst du denn hier? Becky, Jonas, das ist unsere Ecke. Wir spielen hier. Oh Mann, ich will aber mitspielen. Bitte. Jonas, gemein. Jonas war ganz gemein letztes Mal. Tut mir leid, Lea, aber lass uns doch heute zusammen spielen. Du spielst nicht mit uns. Du warst letztes Mal gemein zu unserer Freundin Lea. Weg hier.
Ja, genau. Weg hier. Und wir haben außerdem ein Geheimnis und das wollen wir nur mit Lea teilen und nicht mit dir. Oh, oh Mann, voll gemein. Ich hab doch Entschuldigung gesagt. Spiel doch alleine. Jonas. Jonas, mitspielen. Warte, Jonas. Komm. Hä? Warum soll der denn jetzt mitspielen? Ich meine, der war doch letztens gemein. Ja, aber ich meine, er hat doch Entschuldigung gesagt. Er kann ruhig mitspielen, aber dann wird er auf keinen Fall unsere geheime Tür sehen. Die zeigen wir dann heute lieber nicht. Jonas, mitspielen. Jonas, Lea, Mira, Sina. Komm, Jonas. Spielen, alle zusammen. Und danke, Lea. Voll lieb von dir. Aber was spielt ihr denn da? Ist da wirklich eine versteckte Tür? Nee, hier ist gar nichts. Also, hier ist nicht hinter diesem Bücherregal, ist nicht eine verwunschene Tür und da ist auch keine Einhornwelt dahinter. Das dürfen wir nicht verraten. Ich mag Einhörner. Die sind so schön und haben so einen. Und glitzern so schön. Das sind aber unsere Einhörner. Das verraten wir nicht. Das dürft ihr nicht wissen. Das ist das Geheimnis von Mira und mir. Genau, die Tür ist da hinter dem Bücherregal, aber mehr dürft ihr nicht wissen. Hm? Oh, Einhörner. Tür. Toll. Lea will das sehen. Jonas will das auch sehen. Können wir die Tür bitte aufmachen? Nein, auf keinen Fall. Also, nee, gibt's nicht. Lea, das hättest du dir vorher überlegen müssen. Ich meine, mit dir hätten wir unser Geheimnis geteilt, aber nicht mit Jonas. Dann spielen wir was anderes. Ist gleich Schlafenszeit. Ach ja, genau. Stimmt. Luna will ja gleich mit uns Bücher lesen und uns was vorlesen und wir sollen schlafen. Ja, vorlesen. Vorlesen ist auch toll. Aber irgendwann müsst ihr mir das mit den Einhörnern sagen. So, ihr Lieben, liebe Mäusegruppe. Ach, ihr habt ja heute schon wild gespielt heute Morgen. Und jetzt ist es an der Zeit, euch ein bisschen auszuruhen. Jetzt haben alle was gegessen und jetzt lese ich ein bisschen vor. Guck mal, Lea, der schläft da schon. Der ist schon eingeschlafen. Heia. Baby. Also irgendwie, Lea, die versteht sich heute mega gut mit Jonas, obwohl der letzte so gemein war. Ja, so ist das manchmal. Ist doch schön, dass sie sich vertragen haben. So, jetzt macht mal alle eure Äuglein zu und ich lese etwas vor. Es war einmal eine große Wiese, da lebten ganz viele Einhörner und Hirsche und Rehe. Oh, Einhörner, eine Einhorngeschichte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie dort heute immer noch. Oh, ich glaube, alle Kinder sind eingeschlafen. Ah, perfekt, dann habe ich auch eine kleine Pause. Oh, ich werde nämlich auch immer so müde, wenn ich den Kindern Bücher vorlese. Jonas, schläfst du? Nein, Lea, ich schlaf noch nicht. Und du? Ich auch nicht. Einhörner gucken? Ah, du meinst zur geheimen Tür gehen? Ja, okay, lass uns mal zur geheimen Tür gehen. Komm, Jonas. Komm mit. Jonas. Psst, komm. Nicht so laut, Lea. Ich komme ja schon. Ich will müssen ganz leise sein. Alle schlafen. Nur Lea und Jonas nicht. Komm, da ist eine Tür. Ich sehe aber keine Tür. Wo, Lea? Wo ist eine Tür? Komm mithelfen. Willst du das wegschieben? Da ist doch keine Tür dahinter. Das ist ein Regal. Keine Tür. Hab ich doch nicht gesagt. Nicht da. Hab ich doch gesagt, Lea. Wo sind die Einhörner? Ich glaube, es gibt keine. Mira und Sina haben gesagt, da sind Einhörner. Oh, mein Gott, was ist das denn? Wollt ihr etwa einfach unsere Einhörner besuchen? Das dürft ihr nicht. Das ist Mira und Sinas Geheimnis. Komm schon, Sina. Einhörner gucken. Bitte. Nee, also ihr werdet das auch gar nicht finden, weil man braucht dafür einen Zauberspruch. Und den kennt ihr ja nicht. Den kennen nur wir. Und ich gehe jetzt zurück zu den anderen und ruhe mich noch ein bisschen aus, weil wir sollen da eigentlich liegen bleiben. Wir dürfen daher gar nicht alleine weggehen. Oh, Zauberspruch. Jonas, Zauberspruch. Oh, ich probier's mal. Agla Kadabla. Ene Mene? Oh Mann.
funktionieren. Ich kenne keinen Zauberspruch mehr. Mira und Sina fragen? Weißt du was, Lea? Hoffentlich finden wir beim nächsten Mal die verwunschene Tür. Hey, stopp. Ich habe da noch was für euch. Wollt ihr vielleicht auch Familie Vogel als Hörspiel hören? Dann sucht einfach auf iTunes, Spotify oder Amazon Music nach Familie Vogel oder Spiel mit mir. Da findet ihr viele, viele tolle Hörspiele von uns. Viel Spaß!